werde verrückt, ich schwör's. Na also. Ausgezeichnet. Na also. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle. Anzulegen, nimmt ganz schnell ein Ja, hey, willkommen, mein Name ist Anirolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ich habe ehrlich gesagt vollkommen vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Eine Sekunde, lass mich mal ganz kurz gucken, das ist ja hier. Naja, wir waren im Voltec Regionalbüro und haben keine Wackelpuppe gefunden. Und ja, ich bin jetzt mal hierhin gegangen. Ach, da war ein Turm noch, okay. Weil ich hatte hier eine Markierung und das wird schon seinen Grund gehabt haben, warum ich das vor einer Woche gemacht habe, also bin ich da hingegangen. Keine Ahnung, was da ist, aber da ist ein neuer Ort auf der Karte, sehe ich. Also gehen wir dahin. Und ja, wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, um auf den Laufenden von diesem Part zu bleiben und den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das wäre sehr super optimopti von euch. Genau, hier war noch so ein letzter Turm. Ich müsste ihr vor, glaube ich, noch ein Video dran gehängt haben, wo ich wieder ein paar Zeitschriften gefunden habe. Und ja, weil nicht, dann werde ich nur 25 Minuten diesem aufnehmen. Letztes Mal hatte ich dann vollkommen vergessen, als ich das gemacht habe. Custom House Tower, okay. Ich höre Schüsse. Vielleicht ein bisschen lauter machen, ich höre fast gar nichts. Okay, wo ist das? Ich muss ja jede einzelne Treppe hochspringen, ehrlich? Okay. Ja, wir sind bei Part 340 ungefähr, weiß ich nicht. Ausgehen habe ich mich ein bisschen im Ödland umgeguckt und habe noch ein paar Orte gefunden, die ich erkunden will. Und die mir notiert, damit ich auch genau weiß, ob ich was zu tun habe oder nicht. Und hier geht es irgendwie nicht weiter. Hallo? Hier geht es nicht weiter. Was? Kann ich sehen. Okay. Ist das ja nicht der richtige Eingang, nehme ich an. Gut, wieder raus. Gehen wir mal von irgendwo anders da rein, nehme ich an. So irgendwie einen Eingang hier geben. Da sind auf jeden Fall super Mutanten am Leben. In den ganzen Fleischkörben und also was. Ekelhaft. Ja, ich glaube, mir fehlen gar nicht mehr so viele Zeitschriften. Mir fehlen noch 10 Zeitschriften, so wie ich das bemerkt habe. Und mir fehlen noch 2 Wackelpuppen.
Und einer davon ist die Stärke, weil ich die noch nicht habe. Ich habe von jedem Special Stat hier eine, nur nicht von Stärke. Was die letzte sein könnte, weiß ich jetzt nicht. Versucht so zurückzulenken, dann Fallout 3. Weil jetzt sind ja auch diese ganzen Fähigkeiten noch. So Medizin, Reparatur und so, die es jetzt nicht mehr hier gibt in dem Spiel. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, welche da fehlt. Aber die starke Wackelpuppe fehlt mir auf jeden Fall auch noch. Und da sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich irgendwie da reingehen. Von oben vielleicht, ne? Bestimmt irgendwie da. Ja, ich glaube nicht, dass das der normale Weg ist, den ich nehmen muss. Turm. Hier ist natürlich eine Power Armor mit einem Jetpack dabei, ne? Kommt man da rein? Und da vielleicht rüberspringen irgendwie? Ist aber irgendwo eine Tür geben oder so? Von da irgendwie springen? Müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir da hinkommen. Das sieht so aus, als kann ich da irgendwie hinkommen. So. Komm. Wieder hoch. Klappt das so? Ich glaube, das klappt so nicht. Ja. Verdammt. Ich habe auch einen Ort ist, wo man hingehen sollte. Wenn da. Das ist ein bisschen zu laut. Ist irgendwie von den Dächern da hinkommen. Oh. Wer wohnt denn hier? Ja, ich weiß aber eine Dingens, aber das sieht mich jetzt nicht. Ich werde diese einsame Truhe, die nicht auf der Karte verzeichnet ist, mal öffnen. Das wäre es. Ist aber nix. Tresor meine ich. Sind wir nicht in Elder Scrolls Online. Und ja, weil eine Zeitschrift war in einem. Hi. Ich heiße Opal. Du hast Kronkorken, ich habe Waren. Ich habe da unten deine Sachen weggemacht. Bestens verstehen. Bin ich nicht wie ein Idiot, okay. Ist es okay, wenn ich deine Werkbänke benutze? Nur zu, aber pass auf, dass du nichts kaputt machst. Okay. Ich habe ein paar Minuten, um mir dann. Hast du irgendwas Geiles? Nö. Nö. Kann nicht sein, dass ich schon alles aufgekauft habe, was es im Spiel gibt. Also seltene Sachen. Ich glaube, jetzt irgendwo ein Radio. Da höre ich wieder so eine Sachen. Hallo, ja. Und deine Sachen mal geöffnet, hast ja nichts dagegen, ne? Ja, jetzt sind wir aber immer noch nicht da drin, ne? Das stört mich. Wie komme ich da hin? Da eine, oder war da wirklich ein Eingang irgendwie? Nee, ne? Ich mich dahin teleportiere, lande ich bestimmt nicht da irgendwo, ne? Boah, da regt mich gerade auf. Okay. Da sind Gegner. Wie kommst du da hin? Von hier oder was, ne? Wie muss er da hinkommen? Sie wahr sein. Da wollte irgendwie hier so ein Aufzug oder so geben. Ist das der für ein Turm? Gut. Würde ich ganz hier keine Markierung setzen, weil das Ding jetzt da ein Weg ist. Gut, dann halten wir hier eben noch eine Markierung.
und gehen dann irgendwann mal mit einer Power-Rüstung hin, die ein Jetpack hat, weil anders wüsste ich jetzt nicht, wie man da hinkommt. Egal, wir haben da noch einen Ort, den tun wir jetzt mal erkunden. So. Ich habe sehr viel Spaß mit der Waffe in letzter Zeit, also nehmen wir die. Was ist das? Das ist nicht auf der Karte verzeichnet. So. Hör mal da rein. Vielleicht führt uns das hier an den Turm rein. Nur auf den Dächern wenigstens. Die Frage ist natürlich, war ich jetzt schon hier oder nicht? Hi, na? Entschuldigung. Ja, sowieso nichts mehr Wichtiges drin. Aber irgendjemand hat hier alles abgemetzelt. Ich glaube, ich habe über 100 Stimpacks. Oh. Ja, ich muss die ganze Zeit nicht benutzen, also. Ja. So, nehmen wir mal den. Also der Achenbeech-Automat. Mein Aufzug, vielleicht führt er uns ja ein bisschen nach oben. Wenn es überhaupt nach oben geht. Vielleicht können wir irgendwo von Dach zu Dach springen. Sieht schon so aus, als würden wir irgendwo draußen landen, weil es so komisch lädt. Na komm. Ja, so ein Glitch geben oder gegeben haben, wo man wo der Aufzug immer weiter am Fahren war und dann nicht mal rauskam. Mir glaube ich nie passiert, oder? Ja. Bin dann mal wieder im Aufzug gespawnt und dann da durchgefallen durch den Boden. Deswegen tue ich nicht in Aufzügen speichern. Wir sind draußen, ne? Ja, guck mal, das sieht doch schon so ein bisschen aus, als müsste man springen. Irgendwas Großes, oder? Oh, oh Gott, nicht du. Und mit so etwas habe ich gerechnet, ja. Das Ding ist so stark, ne? Jetzt wegrennen. Warum sind ja Aggressetrons und diese Dinger? Eine Power Armor hat den Jetpack dabei, das wäre so ein richtig geiler Zufall. Pierschers die Präzision, aber auch die okay. Berühren. So, hast du das aufgemacht, weil du ein Jetpack hast? Ne? Schade. Zumindest sieht es verdammt noch mal danach aus. Sprich da. Gut, das könnte vielleicht gut sein, weil sie können unseren Fallschaden ein bisschen senken, damit wir auch eine Chance haben zu überleben. Ich merke, das ist ein X. Oh, Armor. Wir haben eine Frauenstimme gehört, oder? Ja, würde ich sagen. Ich bin im Fernseher nicht so laut, weil ich das Echo dann hier eine Aufnahme habe. Den war ich mir jetzt nicht sicher. Ah, warte mal. Stimmt, irgendwo da ganz weit unten, ne? Wieso höre ich jemanden Clown deutlich, ehrlich?
Sollte von hier oben niemanden klauen deutlich hören. Da, wo ist das Ding? Das ist hinter uns. Was? Dreck. Okay, springen wir mal. Versuchen wir mal da so dahin zu gehen. Guck mal, ist alles miteinander irgendwie verbunden. Guck mal, ist doch schon so ein richtiger Weg und so. Ob ich das überlebe? Ich glaube ja nicht. Vielleicht von hier aus. Ja. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Komm schon. Kann ich auch noch retten, oder? Also ich muss da oben hin. Ich kann halt aufspringen. Wow. Okay, ich möchte mal wieder. Ich möchte nur sterben. Muss ich echt mit dem Jetpack wiederkommen, habe ich so das Gefühl. Das wird nicht wahr sein. Wahrscheinlich ist da noch nicht mal was. Wahrscheinlich ist da nur dieser eine Raum und mehr nicht. Man kann ich mir nicht vorstellen, hallo? So irgendwie da hinkommen. Ich habe noch nicht mal Schaden bekommen von da, also vielleicht kann ich sogar von da ganz oben springen. Aber sieht mir nicht so aus. Ja, will man mal von hier. Hüpsala. Oh Gott. Jetzt irgendwo von da. Oder ist irgendwie alles so verbunden? Oh, da ist eine Lampe. Gut. Nein, was ist das denn? Ich da hoch. Ha. Ja, das sah doch echt so aus, als könntest du hier irgendwo hin. Sieht das doch mal an. Das ist alles mit da verbunden irgendwie. Das ist einfach nur Zufall. Mann, ich komme ja nächstes Mal mit einem Jetpack hin, ehrlich. Eine Autobahn vielleicht. Da komme ich wahrscheinlich wieder nicht. Doch, da komme ich sogar hin. Wart. Dinge gesehen. So, gut. Das funktioniert, ne? Wahrscheinlich alles für nix, ne? So, Teil. So, ich gehe mal weiter entfernt davon. Wie erkunde ich hier gar nichts? Einer. War ich da nicht letztens? Wer war ich da letztens? Ja, durch den Kriegsherr. Warum habe ich den angeschossen? Er hat mich noch nicht mal gesehen. Was? Wo ist das Teil? Habe ich doch nie mehr mit. Boah. Bei den Dächern von Washington. Ja, nicht Washington, Boston. Falscher Teil schon wieder. Aber hier ist also ein riesiges Gebäude drüber oder irgendwie so. Da komme ich immer nicht hin. Boah. Was macht ihr denn da?
kann ich sehen. Idiot. Ja, raus hier, würde ich sagen. Mein Jetpack wieder oder so. Bringt irgendwie nichts. Gehen wir in den letzten Ort hier noch erkunden, den ich noch nicht erkundet habe. Wo ist der jetzt da? Gut. Wir da ganz schnell rein, machen alles platt und gehen wieder raus. Nächstes Mal holen wir uns eine Power mit dem Jetpack, dann kommen wir da auch nicht hin. So, hier. Den Portion tot bestellt. Hotel Harbormaster. Okay, gehen wir hier rein. Vielleicht hat ja ein Hotel eine Wackelpuppe für Stärke. Oder die andere, welche auch immer das ist. Ich weiß nichts, mit 25 Minuten paar habe ich so das Gefühl. Schlüssel, nein, gut. Nein, hatte. Okay. Gut, ich wollte schon sagen, wenn schon wieder ein Ort ist, wo ich nicht weiterkomme. Nach oben. What? Wer wohnt denn alles hier? Ja? Ja. Was ist denn hier los? Nicht irgendwie ein Gentleman-Abend stören oder was? Da tut irgendjemanden ein Pony, ein Affen und ein Teddybären eine Geschichte erzählen oder was? Okay. Weitermachen. Ich habe echt so viel Spaß mit dem Spiel gehabt, als sie das programmiert haben. Ist wahrscheinlich das einzige, was es hier gibt, ne? Ich wäre da draußen, was? Weil man sagt, da waren nur zwei Leute irgendwie. Ja, Ding beschützt haben, wir muss doch irgendwas sein. Aber na, zwei Leute halt, ne? Was soll ja bestimmt sein? Gut. Zeige er mich, was hier noch versteckt ist. Ich gehe auf jeden Fall noch mal zu dem Turm zurück im nächsten Part. Vielleicht oder im übernächsten, keine Ahnung. Hallo. Was, du bist sowas von hier los? Eine eigene Bar gemacht, oder? Was? Okay. Jemand da? Oh. Viel zu stark. Ich verstehe gar nicht, warum ich immer so stark bin. Ich meine, ich bekomme pro Level ab mehr AP, aber trotzdem. Vielleicht sollte ich mal mit mehr Casual Zeug irgendwie rumlaufen. Hm. Was ist denn da Coca-Cola dran? Wollte schon sagen. Ist da irgendwie ein Knopf? Hier kannst du ja schöne Basis bauen.
die Siedlung. Ich habe das Gefühl, man hätte sehr viel mehr Baumöglichkeiten und so, wenn man anstatt Siedlungen einfach nur zu Hause bauen könnte. Weil Siedlungen, wenn eine Siedlung ja bauen muss, dann muss halt Platz haben für Leute. Also ganz natürlich nicht jeden Ort nehmen, aber wenn ihr nur eine Basis hättet, dann jetzt hier locker schön hier alles hier gemütlich machen können. Und hier ist irgendwie nichts. Was? Ich höre noch jemanden. Okay, da war ein sehr unproduktiver Part heute. Als soll's, dafür haben wir ja die Wackel, denn die Wackelpuppen, die Magazine angehängt, die ich gefunden habe. Und ja, den letzten Ort haben wir erkundet. Der hier wird noch mal irgendwann unter die Lupe genommen im nächsten Part vielleicht. Und dann ja, ich sagen, das war schon für diesen Part. Wenn euch das Wort gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, auch wenn jetzt hier nicht viel passiert ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.